Was Träume Träume sind, gesteh ich willig ein. Doch war es eine Stimme, die mich hat mit Gewalt aus meiner Ruhe gebracht. Und die ein bloßer Traum unmöglich könnte sein. Weiß noch deutlich alle Worte, denn sie noch hörend wacht ich auf. Ich fühle noch des matten Herzen Schläge. Seinen Lauf und macht die zagen Glieder beben. Ich spüre fast nur halbes Leben.
Der allen Unterhalt und das Gespräch flieht, der Welt belebt.
mit einem Wort. Er ist von ganz besonderer Art. Oh, unverschämtes Lügen! Wie wahr hingegen spricht der göttliche Mund, der niemals kann betrügen. Ihr seid nicht von der Welt, deswegen hasst sie euch. Was soll ich tun? Will ich mein Ziel erhalten, so muss ich mich verstanden. Thank you.
Kranken heil ich, Gesunde weiß ich zu erhalten. Mein Wünschen ist, erst nach sehr späten Jahren vergnügt, gesund, gemächlich zu eralten. Ach, dass der Tod nicht gar vermeidlich ist. Doch ist ein Mittel dir bekannt, entfernte Fälle zu verhüten. Ich bin dem allergrößten Arzt, den je die Welt gesehen, sehr nahe anverwandt. Dies mein besonders Glück gab mir Gelegenheit, in seinem besten Buch das erste und das größte aus den Genesungsmitteln zu finden, zu entdecken. Das Mittel, außerdem der andern Geist und Kraft, zur Heilung nicht erklecken. Ach, könntest du mir doch für Kummer, Angst und Forscht, die mich viel mehr als jede Krankheit quälen, erwünschte Hilfe schaffen. Wie gerne wollt ich dich belohnen. Es soll mir nicht fehlen, jedoch sehr vieles liegt bei dir. Mein Freund, dein Herzen neidisch sprich, will mir nun mehr zu lange sein. Denn mir fällt nichts von Tod und Krankheit ein. Wo aber die gewohnte Stunde, die Allgemacht zum Frühstück ruft, du wirst darauf gar nicht vergessen. Geh hin, dasselbe zu bereiten. Es soll mit aller Eil und bestem Fleiß geschehen. Ich hab es dann die Ehre, dazu mich zu begleiten. Ich weiß für ihn viel bessere Arzneien. Ein holder Blick von seiner Schön. Gut essen, trinken, spielen, jagen. Wird alles Kummers ihn befreien. Dem Himmel sei gedankt, mein Feind entfernet sich. Nun kann ich freier mich erklären. Ich gebe dir mein teures Wort, dich meiner Hilfe zu bewähren. Du sollst Gesundheit und Vergnügen der Seele Heil und Ruh forthin genießen. Allein wirst du dich wohl entschließen, zu folgen meinem treuen Rat, zu fliehen die kalte Luft, die
blauen Geist der Welt, so die das Aug verdirbt, die Brust erkältet hat. Wie meine Brust mein Aug erkältet und verderbt, du irrest dich, an beiden fehlt mir nicht. Du siehst mir vielleicht in meinem Angesicht den ungemein erlittenen Schrecken an, der kürzlich mir das Herze machte beben. Glaub mir, je mehr sich die Gefahr dem Kranken hält verborgen, je mehr hat er zu sorgen. Yeah.
Halte mich gesund, wenn ich es bin gewesen, und bin ich krank, so mache mich genesen. Nimm dies verschlossene Blatt als eine Schenkung hin. Ich weiß gewiss, du wirst darin für dich ein solches Mittel finden, dem keines aus all anderen gleicht. Ist es vielleicht sehr hart zu nehmen? Wer sich dazu mit Ernst entschließt, dem ist es lieblich, süß und leicht. Und was ist dessen Eigenschaft? Es wärmet, muntert auf den lautträgen Geist, erheitert den Verstand durch seine Wunderkraft, die Christenpflicht zu fassen. Es schärft das Aug, den schlauen Feind zu sehen, verschafft ein gut Gehör zu hören Gottes Wort. Es bringt Mut und Stärke, der Höllenmacht zu widerstehen, für Schwindel in dem Haupt. Freund, alles ist bereit, und eine ganze Reihe der fröhlichen Gebete von beiderlei Geschlechte erwarten dich. Verzeihe, der Wohlstand heißt mich eilen gehen. Hält dieses Mittel seine Probe, so lohn ich dich bei unserem Wiedersehen. Ihr Gespräche, denn dieser Arzt will mir so wie verdächtig sein. Ach, also stellt die eitle Lust der Welt des Geistes besten Vorteil ein. Man eilt, man lauft, wohin? Ach, an die Orte, wo nur der Sinnenfreiheit ruht. Man höret meine Worte von wahrer Tugend lehren nicht und folget lieber meinem Feind, der alles Gute unterbricht. Hast du nun erfahren, was uns in beiden hilft, an diesem Menschen nützt? Wenn er verloren geht, wer ist wohl endlich schuld? Ach, ihr allein, doch hart mit ihm Geduld. Wie könnt ein laues Herz, das von dem Geist der Welt mit Schnee bedeckt ist, so gleich von Gottes Liebe brennen? Der Anfang gibt mir doch bei ihm den Schein der Hoffnung zu erkennen. Der Mensch bereite sich zur Strafe, aber nun bleibt doch dem höchsten Lob und Preis.
damit er sich bekehre und diene so zu beider Ruhm, dass ihn Gerechtigkeit belohne, Barmherzigkeit verschone. Thank you.
Musik